Rede auch ganz, Sie können auch hier reingehen. Ich halte nur das Mikro in der Hand, das habe ich gelernt, fest. Aber ich freue mich, dass Sie hier sind. Darf ich fragen, warum Sie hier sind? Warum ich hier bin? Ich habe auch einen Radbuch gemacht. Ach, schön. Ich bin hier gelandet und habe Durst gehabt. Also, es gibt ja keine schlechteren Gründe. Ja, und dann habe ich gedacht, das ist interessant. Ich habe Sie schon mal am Dienstag gesehen, auf dem Marktplatz hier in Meiningen, wenn Markttag ist, und habe mich dann mal informiert. Schön. Dann freue ich mich, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie werden einen schönen Nachmittag bei uns. Wo geht es denn nachher mit dem Rad noch hin? Ach, ich wollte eigentlich zur Brücke gehen, aber jetzt bleibe ich erstmal hier. Könnten Sie das Ihren Freunden auch noch mitteilen? Hey, warum sind Sie hier? Es stand in der Zeitung, und da wollte ich mich mal informieren. Es stand in der Zeitung, da wollte ich informieren. Die Bürger für Thüringen haben es ins Meininger Radblatt geschafft. Das ist doch richtig so. Das ist ein Wahnsinn. Mensch, das ist ja... Wir im Meininger Tageblatt. Habt ihr das mitbekommen, ihr Bürger für Thüringen? Stark. Das finde ich einen Sonderapplaus wert, oder? Wir im... Mensch! In der Mainstream-Presse. Toll! Darf ich fragen, warum Sie das sind? Erstens mal, weil mich die ganze Lage sehr interessiert und es wird ja immer schlimmer für wir alle. Und zum anderen habe ich auch noch ein Anliegen. Und zwar ein Anliegen. Da sind wir bei mir richtig. Genau. Und zwar geht es nämlich darum, dass die Frühchenstation in Suhl geschlossen werden soll. Und wir sammeln dafür Unterschriften, dass das eben nicht gemacht wird. Also ich erlaube Ihnen, dass Sie auf diesem Platz, ich unterschreibe das immer als Aster. Nee, Sie sind nicht der Erste, ich habe die Liste schon. Ja, das meine ich, auf dieser Seite, genau. Auf dieser Seite, ja. Ja. Ich kann Ihnen auch dazu eine, wenn es mir erlaubt ist. Ja, ja. Wozu? Von meiner Verlobten, die beiden Kinder sind 7. Monat. Da wissen Sie, wie schwer das gewesen ist. Ich habe es schon ein paar Mal. Ich kann also vollkommen nachvollziehen, was es Ihnen mit Ihrem Anliegen geht. Okay. Ich unterschreibe hier sehr gerne, das mache ich hier live on stage. So, mein Name, muss ich kurz nachdenken? Ah ja. Wenn ich schon ein wenig gebucht aussehe in die Klamotten, bitte entschuldigen Sie das auch. Auch bei allen ernstlichen Anliegen. Ich habe bei Thomas Gottschalk in der Visite klauen dürfen. So. So. Mein Wohnort ist Weimar. Mehr brauchen wir da nicht, nur die Postleitzahl. 3, 6, 6, 6, 3, 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